herzlich willkommen zu Die Beiden. Wir haben wieder eine Neuheit für euch. Beim Lidl gibt es jetzt Kong Strong Summer Edition zu kaufen. Ja, ja, Zero Zucker, also ohne Zucker, Kokosblaubeere. Du kannst ja mal Hunger mit Bullen vor. Tatsächlich? 0 Gramm Zucker. Genau, es gab ja mal vor 2 Jahren, 2018, gab es eine, das war damals die Summer Edition Kokosblaubeere. Das ist jetzt die Summer Edition Kokosblaubeere. Man munkelt. Kong Strong abgeschaut hat. Ist aber, es verfällt auch in diesem Jahr schon, also 12.09.2020. Was? Ja, ich weiß nicht, warum das so kurz haltbar ist. Aber Kong Strong haut ja in letzter Zeit auch sehr viel raus. Die hatten eine Winter Edition, die hatten ja diese Colossus-Dinger, die hatten die Cola noch, ne? Ja, mega, also. Kann gern so weit. Ich bin echt begeistert, weil ich bin, kann man sagen, ich bin schon gehypt irgendwie auf den, weil das ist mal was anderes von dem Discounter, ja? Wirklich, vor allem Blaubeere. Weil diese Colossus ja damals einfach nur Classic waren, komisch. Aber Kaffee gab es auch noch letzten Sommer. Die waren so geil, zumindest der Vanille. Vielleicht gibt es ja diesen Sommer noch mal was. Also, eine Summer Edition ist schon geil. Ich finde es geil, dass diese billigen Dinger, wie zum Beispiel Kong Strong oder Booster, dass sie sich auch so viel Mühe geben, ja? Vor allem, ich finde es geil, dass die so Saisonsachen machen, wie eine Winter Edition oder eine Summer Edition. Das finde ich richtig, richtig geil. Das kann gerne so weitergehen. Ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, da gibt es eine Handvoll günstige Energy Drinks Anbieter. Ja, die lassen ihren klassischen und dann ist in Ordnung so, ne? Aber. Die stecken irgendwie schon Herzblut rein und sind immer noch preis. Das riecht wie der hier, wenn du ihn, weiß nicht, eine Nacht offen im Kühlschrank stehen lässt. Es riecht aber, finde ich, du riechst schon dieses Kokosblaubeere-mäßig raus, aber es riecht eigentlich ein bisschen nach Medizin, finde ich. Ja, ja, ich finde, das riecht so ein bisschen medizinartig. Wenn es einen Hustensaft geben würde mit Kokosblaubeere, würde er so riechen. Ja. Ich finde, das hat ein bisschen was von Medizin. Ja gut, das ist auch klar. Na, Spaß. Das sieht aus wie Zuckerwatte. Also wie dieser typische... Jetzt riech nochmal! Paprika. Riech nochmal hier rein, ich finde, das ist ein kleiner Unterschied. Ja, das schmeckt ein bisschen auch wie Medizin. Ach, komm schon. Also, Booster haut in der Regel ganz geile Sachen. Der schmeckt ein bisschen nach Minze. Ja, das kann also sein. So Minze, ja, so das würde erklären, warum ich ihn nicht so mag. Und damit würdest du den Geschmack auf eine Zahnpasta machen, würde voll passen. Das schmeckt echt ein bisschen wie eine Zahnpasta. Also ich mag ihn nicht, hätten wir zu penetranten Abgang. Die Kokosnuss schmeckt irgendwie gar nicht gut. Und die Blaubeere kommt gar nicht. Die merke ich gar nicht. Schmeckt keine Blaubeere. Schmeckst du Blaubeere? Das, ja, ein bisschen Beere vielleicht. Ein bisschen Beere im Abgang. Im Abgang vielleicht. Aber ich hatte nicht umgehauen, ich hatte enttäuscht, ja. Ja, ich finde den komisch. Ich finde den auch ohne Witz. Ich dachte so, als der rausgekommen ist und so, keine Ahnung, den hole ich mir jetzt öfter so innovativ. Ich finde das richtig cool. Hätte es so was Neues. Hätte so geschmeckt wie der hier, nur halt in günstig, sag ich mal. Wäre das vollkommen okay. Das schmeckt wie Medizin. Richtig. Das schmeckt wie Medizin oder so Zahnpasta-Geschmack. Das ist gar nicht lecker. Ja, es ist irgendwie. Das ist voll. Ganz eklig irgendwie. Also, was ich vorhin sagen wollte, Booster haut in der Regel ganz geile Sachen raus. Boah, schmeckt gar nicht. Die Summer Edition 2016 war geil, Blueberry Vanilla. Aber Kong Strong, also die Winter Edition war auch schon kacke von Kong Strong, ne? Flau mit Zimt hatten wir. Ja, das war auch scheiße gewesen irgendwie. Die Colossus waren die ganz normalen, die Cola war relativ lasch, aber das hat man auch erwartet. Ja. Weiß nicht, also, oh Gott, ihr sollt schon mal. Oh. Ist doch nicht fertig oder was? Ja, mich macht das voll traurig, weil wir haben das eben gerade noch so hoch gelobt. Ja, vor der Aufnahme haben wir auch noch gesagt, wir sind voll gehypt. Ja, wir sind voll gehypt und dann kommt sowas bei raus und überzeugt euch selber mal. Ich meine, so eine Dose kostet nur 25 Cent, das tut keinem weh. Ehrlich, was du 33, weil es nur 3,3 ist. Wie teuer? 3,30? Ja. So, das geht aber auch immer noch zu. Sehr günstig. Aber es schmeckt einfach gar nicht. Es schmeckt halt einfach überhaupt nicht. Nee, das schmeckt wirklich wie eine billige Zahnpasta, die irgendwie guckt. Ja, genau. Richtig, Gut, wir haben ja noch 3 weitere Dosen da. Ich bin mir unsicher, ob ich die privat trinken will. Theoretisch können wir noch eine öffnen und gucken, ob die genauso schmeckt. Weil beim Crazy Wolf hatten wir neulich auch noch so eine Arschloch-Edition. Willst du machen, oder? Wollen wir? Dann heben wir die für die Ewigkeit auf, Leute, hey. Ja, 2 heben wir wirklich auf. Ich habe auch noch 2 Winter Editions im Keller unten. Kein Witz, die riecht besser. Ja. Aber der wird eh nicht enttäuschend schmecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt komplett anders schmeckt wie der. Es ist nichts mehr unmöglich hier auf diesem Kanal hier.
Der schmeckt besser. Ein bisschen. Also ich finde den, find den nicht ganz so ekelhaft. Was machen wir hier? Ich finde, hier kommt die Blaubeere mehr zum Vorschein so ein bisschen. Das rettet aber auch ein bisschen was. Ja. Warum schmecken die denn anders? Das hatten wir neulich schon bei Crazy Wolf, da hat der Heidelbeer einfach komplett anders. Also wir hatten zweimal Heidelbeere. Der eine hat ekelhaft geschmeckt, der andere gut. Ja. Hä? Das ist... Müssen wir uns jetzt immer zwei Dosen holen? Zwei Dosen probieren? Aber man kann sich nie safe sein. Ja, das schmeckt ganz okay. Ich würde die beiden komplett anders bewerten. Dem gebe ich eine 3 und dem gebe ich eine 5 von 10. Ich auch, ja. Ja, das ist einfach. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich finde das. Also, trotzdem würde ich mir jetzt nicht regelmäßig wiederholen, aber der schmeckt definitiv ein bisschen mehr nach Blaubeer. Was denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist total. Summer. Ja, Summer Edition. Wenn ich schon ein Getränk habe, was, sage ich jetzt mal, einen Geschmack hat, dann soll das auch dementsprechend immer gleich schmecken und nicht anders. Vor allem, also es gibt immer mal irgendwie den Fall, dass innerhalb einer Sorte eine Dose komisch schmeckt. Aber wieso haben wir in letzter Zeit, meine letzten beiden Aufnahmesessionen, ist ja schon zum zweiten Mal gehabt, diesen Fall. Was muss das für ein entweder Zufall sein? Weil, oder es passiert doch relativ häufig. Dass, ja, wie hoch ist dieser Zufall, dass wir genau exakt diese Dose nehmen, die anders schmeckt? Diese eine von 1000 Stück. Die sind doch automatisch alle, die werden doch alle automatisch befüllt mit den gleichen Inhaltsstoffen. So, im Nachhinein muss ich aber sagen, es schmeckt auch ein bisschen metallerisch. Ja, das stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst. Schreibt uns mal auf Insta, Name eingeblendet, ob bei euch der auch so komisch war. Es ist ganz, ganz. Hol ich mal zwei Dosen. Genau, und vergleich wieder. Ja, ja. Das ist ein und dieselbe Sorte. Wenn man vielleicht noch ein halbes Jahr wartet und vielleicht noch eine Edition oder so rauskam, könnte man auch einen großen Crazy Wolf Test. Crazy Wolf sei schon. Einen großen Kong Strong Test machen. Ja, da ist auf jeden Fall kommen, denke ich mal. Es gibt ja Classic, es gibt ja Zero, es gibt ja Zero Calories, also Zero Sugar, Zero Calories. Es gibt Colossus Zero. Ich habe noch Winter Edition, ich habe noch eine Cola Edition. Es gibt noch eine Summer Edition. Es sind schon 8 Sorten, ja genau. Ja, könnte man, also bleibt dran. Da würdest du, denke ich mal, da wird es in Zukunft auch was zu geben. Ja genau, wir hätten schon großen Booster-Test geplant. Bietet sich ja an. Ja, Booster auch. Und Kong Strong auch. Ich glaube auch, das kommt ganz gut an, weil es halt Dinge sind, die jeder kaufen kann. Also jeder hat irgendwie ein Netto oder Edeka oder ein Lidl. Genau. Ja, in diesem Sinne, Leute. Das ist ganz komisch. Tschüss. Ciao. Ich würde mir trotzdem nicht zwingend wiederholen. Ich auch nicht.